Guten Morgen zusammen. Hoi, schön sind wir da. Machen ein bisschen Yoga miteinander. Fangen doch am besten gerade an. Kommen mal ans vordere Mattenende. Hier in Berghaltung. Schön auf zwei Beinen stehen. Mal die Schultern entspannen. Brust dicht anheben. Die Hüfte direkt über den Fersen, die Schultern über den Hüften. Alles in einer geraden Linie. Das Kinn noch etwas anheben. Einschnaufen. Und ausschnaufen. Schön ruhig stehen. Dann nehmen wir die Hände mit der Handfläche aufeinander vor das Herz. Und jetzt einschnaufen, die Hände aufstossen, Handfläche aufeinander drücken, bis die Arme ganz gestreckt sind, aufschauen. Ausschnaufen, die Arme nach außen öffnen, an der Körperseite runterbringen. Einschnaufen, Hände aufeinander, vor dem Herz aufstossen, aufschauen. Ausschnaufen, die Arme auf der Seite wieder runter. Ein bisschen wie schwimmen, vor der Brust auf mit den Handflächen aufeinander. Einschnaufen, aufschauen, die Arme strecken, ausschnaufen, die Arme wieder runter. Und wieder einschnaufen vor der Brust. Wir wärmen die Schultern auf, wärmen die Lungen, Brustraum, ausschnaufen, die Arme an die Körperseite. Machen es gerade noch zweimal. Wieder einschnaufen, aufstossen, Brust anheben, verlängern. Ausschnaufen, die Arme an die Körperseite. Und noch einmal die Hände vor den Körper bringen. Einschnaufen. Aufschauen, die Arme auf den Handflächen an die Arme strecken. Ausschnaufen, die Arme an die Körperseite. Sehr gut. Jetzt bringen wir die Hände gerade wieder auf in dieser gleichen Haltung. Handflächen aufeinander. Da könnt ihr auch die Daumen kreuzen, dass die Hände besser zusammenbleiben. Der mit ganz gestreckt, einschnaufen, Bein anspannen, Gesäß anspannen, ausschnaufen, zurückbeugen, zurückschauen. Einfach mal eine leichte Rückbeuge zum Anfangen. Den Blick nach oben, die Arme hinten stossen zu den Ohren und ausschnaufen, wieder die Arme runterbringen. Einmal einschnaufen und ausschnaufen. Dann wir einschnaufen, die Arme gegen die Decke strecken. Beim Ausschnaufen jetzt den rechten Arm nach hinten, den linken nach vorne und den Brustoberkörper nach rechts aufdrüllen. Einschnaufen, die Arme wieder beide nach oben. Ausschnaufen, rechten Arm nach vorne, linke nach hinten, nach links zurückschauen. Einschnaufen, aufstrecken. Ausschnaufen, nach rechts drüllen. Einschnaufen, auf. Ausschnaufen nach links, die Arme schön gestreckt, nur der Oberkörper bewegt sich, einschnaufen, ausschnaufen. Es ist eine leichte Wirbelsäulenrotation, gleichzeitig nochmal die Schultern schön aufwärmen, ausschnaufen nach links, einschnaufen, auf, ausschnaufen nach rechts drüllen, einschnaufen, auf. Ausschnaufen nach links und noch einmal jede Seite. Einschnaufen, auf. Ausschnaufen nach rechts. Nochmal einschnaufen, aufstrecken. Ausschnaufen nach links. Super. Dann könnt ihr euch wieder nach vorne ausrichten. Jetzt tun wir die Hände hinter dem Kopf verschrecken. Alle 10 Finger verschreckt. Nehmen das Kinn gegen die Brust. Und dann langsam vorne runterrollen. Schön langsam Wirbel um Wirbel. Kannst die Knie leicht beugen. Den Bauch reinziehen. Das Kinn gegen die Brust an. Bis dann die Stirn zu den Knie oder zu den Schienbeinen ankommt. Dann kannst du die Hände loslassen. Dann für einen Moment die Hände auf die Matte bringen. Vielleicht links, rechts Bein ein paar Mal beugen und strecken. Und noch ein paar Mal tief in die Hocke kann wieder strecken. Wir wollen hier ein bisschen die Knie und Wedli aufwärmen. Und dann in den Hocke den Bauch reinziehen. Das Kinn wieder
gegen die Brust annehmen, jetzt die Fersen oder die Fußgelenke von hinten fassen. Die Ellbogen möglichst auch hinter die Wadli, Stirn gegen die Schienbeine und dann langsam das Gesäß von Richtung Decke aufstrecken. Es ist nicht zwingend nötig, dass du die Beine strecken kannst. Das Wichtigste ist, dass der Oberkörper nahtlos auf dem Unterkörper ist. Der Bauch also auf den Oberschenkel, Brust gegen die Knie an und Stirn gegen die Schienbeine. Nochmal das Kinn anziehen, den Bauch ein bisschen reinziehen. Einschnaufen, das Gesäß noch ein bisschen höher und beim Ausschnaufen jetzt mit deinen Händen an den Fersen ziehen und dann gleichzeitig noch die Wirbelsäule vorne aber verlängern. Schön die Rückseite vom ganzen Körper dehnen und verlängern. Beine strecken, so gut wie es geht. Vorne runterziehen, die Wirbelsäule lang machen. Sehr gut, dann die Hände langsam lösen, die Hände wieder hinter dem Kopf verschränken, das Kinn gegen die Brust mit leicht gebogenen Beinen, Wirbel um Wirbel wieder vorne aufrollen, bis du wieder im Stab bist und dann die Arme an die Körperseite nehmen. Kurz stillstehen, einmal einschnaufen und ausschnaufen. Jetzt können wir nochmal einschnaufen, die Arme vorne aufnehmen, ausschnaufen wieder den rechten Arm hinteren linken führen und dann können wir hier gerade in die Hocke, nehmen den linken Arm auch hinteren, noch ein bisschen tiefer sitzen, vorne die Brust ein bisschen anheben und einschnaufen, aufstehen, die Arme auf, linken Arm hinteren, rechten führen, nach links twisten und in die Hocke. Den linken Arm vorne nehmen, noch etwas tiefer sitzen, den Arm vorne aufstrecken, ausschnaufen, einschnaufen, aufstehen. Ausschnaufen, rechte Arm hinteren, den Hocke kommen, linke Arm vorne, jetzt die Handflächen aufeinander, Daumen gekreuzt, Arm strecken, Handflächen aufeinander drücken, noch etwas tiefer sitzen, den Arm hinteren drücken zu den Ohren, einschnaufen, aufstehen. Linke Arm zurück, nach links twisten. Einschnaufen, die Arme wieder führen. Zusammen die Handflächen aufeinander. Und in die Hocke kommen. Arm führen, strecken, aufstrecken zu den Ohren, Handflächen aufeinander. Tiefer sitzen. Einschnaufen, aufstehen. Ausschnaufen, rechte Arm zurück, nach rechts twisten. Linke Arm jetzt hinteren nehmen. Hier in die Hocke kommen, die Hände hinter dem Rücken verschränken, Schulteröffnung, gleichzeitig tief in die Hocke sitzen, Brust noch ein bisschen anheben und einschnaufen, lösen, die Arme aufstrecken, linke Arme nach hinten, nach links drehen. Rechte Arme hinten, die Hände verschränken, zurück in die Hocke, hier in die Stuhlposition und einschnaufen, die Arme über den Kopf nehmen. Ausschnaufen, die Arme an die Körperseite. Sehr gut. Dann noch ein paar Mal schnaufen. Macht euch bereit für ein paar, für einen Flow, den wir dann etwa 2-3 Mal machen. Mal schauen, wie lange wir haben. Fangen wir hier gerade schön in dieser Position an, am vorderen Matterrand. Dann einschnaufen, die Arme aufstrecken. Fangen gerade wieder gleich an. Den rechten Arm hinteren, Brust nach links aufdrücken. Dann kommen wir zurück in die Hocke mit den Armen nach hinten. Sehr gut. Dann gehen wir von hier jetzt auf den rechten Fuß stehen und den linken langsam zurücknehmen. Zuerst bogen, dann das linke Bein hinten strecken, bis wir hier im Flüger sind. Die Hüfte nach unten ausrichten, den Arm zurückstrecken, das rechte Bein möglichst gestreckt und einen langen, geraden Nacken. Sehr gut. Dann beugen wir das rechte Bein, beugen, stellen den linken Fuß hinten, dass wir hier links mit dem 45 Grad den Fuß haben und vorne den Fuß nach vorne. Dann noch etwas tiefer kommen, dass der rechte Oberschenkel möglichst parallel zum Boden ist. Jetzt einschnaufen, die Arme aufstrecken, aufschauen, das Becken nach vorne ausrichten, noch ein bisschen tiefer kommen in den Ausfallschritt hinein. Super. Ausschnaufen. Linke Hand auf die
Bad, dann kannst du hinten auf die Zehen kommen. Rechte Arm aufstrecken Richtung Decke, das rechte Gesäß noch ein bisschen zurückziehen, aufdrüllen, ausschnaufen, Hände zurück auf die Matte. Jetzt lassen wir noch die linke Hand noch mal unten, dann die rechte Hand jetzt gerade noch hinten bringen und dann auf die Aussenseite vom hinteren Fuß kommen. So wie eine Twist-Bewegung in diesem Ausfallschritt. Ausschnaufen, zurückkommen. Hinten wieder 45 Grad den Fuß. Jetzt den Arm aufbringen, parallel zum Boden. Dann nochmal tief kommen. Jetzt ist die Hüfte ausgerollt zur langen Seite der Matte. Ein bisschen tiefer kommen. Rechte Arm nach vorne strecken, rechte Ellbogen auf den rechte Ellbogen aufs rechte Knie und den linke Arm nach vorne strecken, dann die ganze linke Seite verlängern, strecken von Fuß bis in die Fingerspitze ganz lang machen, noch etwas tiefer mit der Hüfte und einschnaufen, hochkommen. Linke Hand, linke Knie, rechte Arm oben durchstrecken, noch etwas tiefer in den Ausfallschritt. Die rechte Seite öffnen. Super. Und zurückkommen. Arm parallel zum Boden. Jetzt kannst du dich wieder nach vorne ausdrüllen. Kommst hinten aufs Knie. Und dann nehmen wir gerade das Gesäß zurücknehmen, dass wir die Rückseite vom Vorderbein dehnen können. Die Hände sind auf der Matte. Den Bauch reinziehen. Den Rücken möglichst flach. Nach vorne schauen. Und dich über dein rechte Bein abbeugen. Da halten. Einmal einschnaufen. Und ausschnaufen. Sehr gut. Nehmen wir die Hände ein bisschen vor, stellen den linken Fuß hinter, kommen gerade ins Brett. Dann unten aufschaufeln, kannst die Knie auch auf der Matte halten. In heraufschauenden Hund. Da kurz innehalten. Ausschnaufen. Zurückstoßen in herabschauender Hund. Einmal einschnaufen und ausschnaufen. Die Hände fest in die Matte stoßen, die Schulter Richtung Füße abdrücken, den Bauch reinziehen. Nochmal einschnaufen, ausschnaufen. Dann den Kopf anheben. Du kannst mit den Füßen zwischen den Händen laufen oder hüpfen. Und dann können wir hier gerade wieder aufstehen, die Hände über den Kopf strecken und jetzt ausschnaufen, linke Arm zurück, rechte nach vorne, nach links zurückbeugen. Dann wir das mal nach die linke Hand an die Hüfte bringen und den rechten Arm oben über zurückbeugen. Die rechte Hüfte da dehnen. Ausschnaufen, zurück in die Mitte, den Arm aufnehmen. In die Hocke kommt, die Hände gleichzeitig gerade nach hinten zurückbringen. Noch etwas tiefer sitzen, Brust anheben, Blick nach vorne. Und dann das Gewicht auf den linken Fuß verlagern. Das rechte Bein langsam zurückbringen. Zuerst ist vielleicht noch bogen, dann zurückstrecken, Balance finden. Dann möglichst den Arm so etwas nach hinten, 45 Grad gestreckt. Rechte Hüfte zeigt nach oben, das rechte Bein strecken, das linke Bein strecken, die Arme strecken und dann langsam den Fuß der rechte nach hinten auf die Matte bringen. Die Arme aufbringen, dann im Kreis aufstrecken, die Hüfte noch etwas tiefer, das Becken zeigt nach vorne, fest aufstrecken, Brust anheben, ausschnaufen. Rechte Hand kommt auf die Matte. Linke zur Decke aufstrecken, aufschauen, Brust aufdrüllen. Und dann tun wir das Gewicht nach hinten verlagern und den linken Arm zurückbringen. Noch etwas tiefer in die Hüftöffnung und ausschnaufen, zurück in die Mitte kommen. Hinten auf 45 Grad den Fuss, dann kommen wir rauf. Dann nochmal schön tief im Ausfallschritt. Und dann das Becken Richtung lange Mattenseite ausdrüllen, tiefer sitzen, links vorstrecken, linke Ellbogen links Knie, rechte Arm gerade über dem Ohr vorstrecken und zur Decke aufschauen. Vorne am Arm vorbei, feststrecken, die Finger vorziehen, rechte Ferse in die Matte stossen. Einschnaufen, hochkommen,
rechte Hand, rechtes Knie, linke Arm oben durch, noch etwas tiefer in den Ausfallschritt, die linke Körperseite hier verlängern und einschnaufen, zurück in die Mitte. Oberkörper wieder nach vorne ausrichten, die Hände auf die Matte, das rechte Knie auf die Matte, das Gewicht zurücknehmen, Rückseite vom linken Bein strecken, Zehen zurückflexen, flachen Rücken und dann das Gewicht vorne nehmen, linken Fuß zurück, ein herabschauender Hund, höchst Brett, Kinn in Brust unten aufschaufen, heraufschauender Hund, zurück in herabschauender Hund, hüpfen oder laufen, die Füße zu den Händen. Nochmal kurz eine Vorwärtsbeuge, dann Beine leicht beugen, einschnaufen, Därme über den Kopf, ausschnaufen, Därme an die Körperseite. So, das Ganze machen wir jetzt noch einmal. Dann wieder einschnaufen, Därme aufstrecken, aufschauen, ausschnaufen, rechte Arm zurück, nach rechts drehen. Und dann von da die rechte Hand an die Hüfte. Linke Arm oben überstrecken, Seitendehnung, ausschnaufen, die Hände nach vorne, in die Hocke, die Arme strecken, die Arme zurückgestossen zu den Ohren, Blick nach vorne, super. Das Gewicht auf den rechten Fuß verlagern und die Arme kannst du jetzt zurücknehmen, linke Bein anheben, hinten aufstrecken, beide Hüftknochen zeigen nach oben, Standbein strecken, Zehen vom linken Bein strecken, das linke Bein voll durchstrecken, Nacken neutral, der Blick etwa einen Meter vor dem Standbein auf dem Boden. Und dann das linke Bein zurückstellen. In den Kreis kommen, im Ausfallschritt im Höhen, aufstrecken, beide Hüfte zeigen nach vorne, tief sinken, alle Hüfte, Vorderseite von der linken Hüfte öffnen, gleichzeitig eine leichte Rückbeuge in diesem Ausfallschritt, ausschnaufen, linke Hand auf die Matte, rechte Hand auf, Körper nach rechts aufdrehen, öffnen und dann gerade beim hinteren Fuß ein bisschen auf die Aussenseite kommen und den rechten Arm noch weiter zurückdehnen. Die Brust ein bisschen nach links, nach rechts öffnen. Ausschnaufen, zurück in die Mitte kommen. Dann wir aufkommen, wieder einen Ausfallschritt, hinten, der hintere Fuß 45 Grad Winkel und das Becken dann wieder zur langen Mattenseite ausrichten. Noch ein bisschen tiefer kommen. Führen strecken, rechte Ellbogen aufs rechte Knie, linke Arm führen strecken. Ganz fest führen, die linke Seite verlängern, strecken. Eine schöne Öffnung über die ganze linke Hüftseite. Einschnaufen. Aufwind mit den Armen. Linke Hand links Knie, rechte Arm oben durch. Tief in den Ausfallschritt, die rechte Seite da öffnen und dann zurück in die Mitte. Das Ganze wieder nach vorne ausrichten. Die Hände auf die Matte bringen, das hintere Knie auf die Matte und das Gesäß zurücknehmen, dass wir das Vorderbein dann einmal richtig gut dehnen können. Die Hände sind auf der Matte, flacher Rücken, die Zehen ein bisschen zurückziehen. Gute Dehnung, super. Dann rechte Fuß hinten, in herabschauenden Hund, das Gesäß hoch, kommen ins höhere Brett, Kinn Brust unten aufschaufen, heraufschauender Hund, zurück in herabschauenden Hund. Da bleiben wir, zwei, drei Atemzüge, schön die Hände parallel zueinander, Schulter weit auseinander, Füße Hüfte weit auseinander, Hände fest in die Matte stoßen. Schulter Richtung Füße abdrücken. Sehr gut. Dann den Blick anheben. Füße zu den Händen, laufen oder hüpfen. Und von da dann gerade aufstehen. Aufschauen, aufstrecken, ausschnaufen. Jetzt kommt die linke Seite. Linken Arm zurück, rechte Arm führen. Linke Hand an die Hüfte, rechte Arm oben durch, dann zurückdehnen, rechte Seite dehnen. Und dann gerade beide Arme führen in die Hocke. Das Gesäß zurücknehmen, wie in einen kleinen Stuhl würdest du sitzen. Die Arme vorne aufstrecken, die Schultern öffnen, die Arme also zurückdrücken zu den Ohren. Die
Brust noch ein bisschen anheben. Sehr gut. Das Gewicht auf den linken Fuß. Den Arm zurücknehmen. Das linke Bein anheben. Zurückstrecken. Und dann in Flüger kommen. Den Arm strecken, das Bein strecken bis in die Zehenspitze. Standbein ebenfalls gestreckt. Den Nacken gerade. Balance finden. Nochmal einschnaufen. Und ausschnaufen. Super. Das rechte Bein weiterhin auf die Matte stellen. Den Arm vorne aufnehmen. Zurückbeugen im höheren Ausfallschritt. Noch ein bisschen tiefer kommen. Brust anheben. Die Wirbelsäule lang machen. Zurückbeugen. Ausschnaufen. Rechte Hand auf die Matte. Linke Arm zur Decke. Nach links aufdrüllen. Aufschauen. Und den linken Arm wieder zurücknehmen und weiter zurückdrüllen. Und wieder ausrichten nach vorne. Sehr gut. Der rechte Fuß 45 Grad. Windmühlearm hochkommen. Arm parallel. Das Becken ausrichten zur Seite. Und ausschnaufen. Linke Ellbogen links Knie. Rechte Arm gerade vorstrecken. Und den Körper dann lang machen. Drei senken das linke Knie, rechte Hand vorne strecken, rechte Aussenkante vom rechten Fuß in die Matte stoßen. Einschnaufen, Windmühlearm hochkommen, rechte Hand rechtes Knie, linken Arm oben durch, unteren Arm hochschauen zur Decke, noch etwas tiefer in den Ausfallschritt. Super, einschnaufen, zurückkommen, nach vorne ausrichten, Hände auf die Matte, rechtes Knie auf die Matte. Sehr zurück, das linke Bein strecken, flachen Rücken, vorne schauen, Zehen zurückziehen und dann im herabschauenden Hund kommen, den linken Fuß hinternehmen zum rechten, Bauch reinziehen, ins höhere Brett, tiefes Brett, unten aufschaufeln, herabschauenden Hund, zurück im herabschauenden Hund, einmal einschnaufen. Ausschnaufen. Dann tun wir laufen oder hüpfen, dass die Füße zu den Händen kommen. Dann gerade in die Hocke kommen, den Arm über den Kopf nehmen. Einschnaufen, aufstehen. Ausschnaufen, den an die Körperseite. Dann einen Moment stillstehen. Langsame Atemzüge. Nase ein und aus. Sehr gut. Denn von hier machen wir jetzt den Adler. Wir nehmen einschnaufen, den Arm über den Kopf nehmen, den rechten Arm unter dem linken durch, den Arm kreuzen, Unterarm kreuzen, Handflächen vor dem Gesicht aufeinander. Wenn wir zuerst mal die Schulter noch ein bisschen bewegen, einschnaufen, den Arm aufstrecken, so weit wie es geht, Handflächen aufeinander behalten, die Schulter öffnen, ausschnaufen, den Bogen abziehen, so tief runter wie es geht, hier halten. Ausschnaufen, nicht hocken. Das rechte Bein über das linke, so weit oben wie möglich kreuzen. Rechts Schienbein, rechter Fuß um die linke Wade noch tiefer sitzen. Hilft mit der Umwicklung. Oberkörper noch ein bisschen aufrichten. Schön einen Punkt fixieren mit deinen Augen. Knie noch ein bisschen nach links drüben, dass das Becken nach vorne ausgerichtet ist. Noch mal ein bisschen tiefer sitzen, die Arme fest miteinander umwickeln und Beine ebenfalls umschlingen. Super. Einschnaufen, lösen, den Arm über den Kopf. Ausschnaufen, linke Arm unter dem rechten durch, Hand vor dem Gesicht aufeinander. Die Schulter auf die gleiche Höhe bringen. Einschnaufen, den Arm aufstrecken, die Schulter öffnen lassen. Kurz halten. Ausschnaufen, den Bogen weit abziehen, Hand bis vor das Gesicht bringen. Ausschnaufen, tief. Das linke Bein über das rechte. Linke Fuß hinter die rechte Wade, wenn es mir ganz rundherum geht, Zehen in die Richtung strecken. Je weiter unten du sitzt, desto einfacher ist die Umwicklung. Wenn du unten bist, dann den Oberkörper wieder aufrichten. Punkt fixieren mit den Augen, das hilft dir mit der Balance. Ellbogen noch ein bisschen runterziehen, noch ein bisschen tiefer sitzen. Das Knie noch ein bisschen nach links drüllen. Dann noch mal kurz halten. Super. Einschnaufen, lösen. Die Hände über den Kopf. Ausschnaufen, der mal Körperseite. Einmal einschnaufen, einmal ausschnaufen. Sehr gut. Jetzt
Jetzt machen wir eine Übung, die heisst einfach das Vieri. Wir nehmen den rechten Fuß und dann den über das linke Knie. Es ist nicht mehr, wenn wir den Baum machen, möglichst weit auf, sondern so, dass der Unterschenkel fast parallel zum Boden ist. Das Knie so ein bisschen nach außen geöffnet. Nehmen dann den Arm auf und dann die Handflächen verschränken. Zeigefinger strecken. Und jetzt hier tief sitzen mit dem Fuß auf dem Knie. Den Bauch reinziehen, Brust leicht anheben. Starke Beine, gleichzeitig Hüfte und Schulteröffnung. Den Arm noch ein bisschen zurückstrecken, Blick anheben, noch ein bisschen tiefer sitzen. Super. Einschnaufen. Wieder aufstehen. Machen gerade die andere Seite. Du kannst die Hände oben lassen. Linken Fuß aufs rechte Knie. Das Knie ein bisschen zurückdrücken. Ausschnaufen, zurücksitzen. Tief sitzen, die Arm strecken. Wenn die Schulter öffnen, drück die Arm zurück zu den Ohren. Hüftöffnung auf der linken Seite, starkes Bein auf der rechten Seite. Bauch reinziehen, Brust anheben. Einschnaufen, aufstehen. Fuß am Boden, die Arm an der Körperseite. Super. Jetzt machen wir den Bogen im Stehen. Das Gewicht auf den linken Fuß bringen. Nehmen dann mit der Hand, mit der rechten Hand, den rechten Fuß von der Innenseite, fassen den so ein bisschen mit der Mitte Fuß. Dann einschnaufen, linke Arm aufstrecken. Jetzt da zuerst mal schön gerade auf dem linken Bein stehen. Brust und Hüfte nach vorne ausrichten. Ein Punkt fixieren mit den Augen, etwa auf Augenhöhe. Und jetzt das rechte Knie ein bisschen zurücknehmen. Ein bisschen zurückdrücken. Und jetzt beim nächsten Einschnaufen, linke Arm noch weiter aufstrecken. Beim Ausschnaufen das Knie wirklich zurücknehmen. Den rechten Fuß in die Hand kicken, dass er Spannung kreiert. Und dann langsam den Oberkörper vorne runterbringen. Schön einen Punkt fixieren, Standbein stabilisieren, anspannen. Und den rechten Fuß so hoch wie es geht, in die rechte Hand kicken. Linke Arm vorstrecken, Blick nach vorne. Rechte Hüfte noch richtig Boden orientieren, Standbein strecken, Zehen im rechten Fuß strecken, den Fuß in die Hand kicken. Wir kreieren hier Rückbeuge im Stehen auf ein Bein. Super, einschnaufen, langsam zurückkommen. Rechte Fuß loslassen, Arm an Körperseite. Einmal einschnaufen, einmal ausschnaufen. Und dann machen wir gerade die andere Seite. Einschnaufen, rechte Arm aufstrecken, linke Arm nach außen öffnen. Den linken Fuß von innen fassen. Schön stabil. Auf einem rechten Bein stehen. Das rechte Bein ein bisschen anspannen. Linke Knie ein bisschen zurück. Möglichst neben dem rechten Knie. Brust anheben. Das Becken nach vorne ausrichten. Den rechten Arm gerade umstrecken. Wieder hinter das Ohr drücken. Die Schulter öffnen. Einschnaufen. Weiter aufstrecken. Ausschnaufen. Das Knie anfangen zurückstoßen. Linke Fuß in die Hand. Drücken, die Spannung kreieren da und dann beim Ausschnaufen anfangen vorne runterkommen. Es ist immer beim Einschnaufen streckst du dich vorne, beim Ausschnaufen kickst du den Fuß ein bisschen höher, bis der Oberkörper parallel zum Boden ist, vielleicht nicht heute, aber irgendwann ist, und der linke Fuß gerade gegen oben. Druckbeuge kreieren da durch das Kicken von dem Fuß in die Hand. Die linke Schulter kannst du nach hinten zurücklassen. Rechte Schulter vorstrecken, noch ein bisschen weiter auf mit dem Fuß, noch ein bisschen weiter führen mit der rechten Hand, Oberkörper noch ein bisschen tiefer halten. Super. Einschnaufen. Langsam zurückkommen. Ausschnaufen. Der Arm an die Körperseite. Einmal einschnaufen. Und ausschnaufen. Dann wir die Hände hinter dem Rücken verschränken. Alle 10 Finger gekreuzt. Dann die Hände nach hinten runter zurückstrecken, die Schulterblätter hinten zusammenziehen, ausschnaufen, Beine leicht beugen, dich nach vorne runter beugen, da kurz mal hangen lassen, Beine dann wieder strecken, dann über dem Rücken so weit nach vorne zurückstoßen, wie es geht, aber die Handflächen wollen wir aufeinander behalten. Dann die Druckseite von den Beinen öffnen, gleichzeitig die Schultern. Nochmal einschnaufen. Ein bisschen tiefer kommen mit allem. Ausschnaufen. Und einschnaufen. Beine leicht beugen.
Oberkörper wieder aufrichten, aufstehen, stillstehen. Wenn wir die Verschränkung der Finger hin und wechseln, dann gerade das gleiche Mal. Die Hände nach hinten zurückstrecken, die Schulterblätter zusammenziehen, ausschnuffen mit leichtbogenen Beinen, nach vorne beugen, runterkommen, dann Bein wieder strecken, wenn du unten bist, der nach vorne, runterstrecken, so weit wie es geht, aber die Handflächen aufeinander lassen, dann die Beweglichkeit der Schultern hier fördern, die Rückseite der Beine dehnen, nochmal einschnaufen, Bauch hineinziehen, das Gesäß etwas weiter aufstossen, beim Ausschnaufen die Hände noch etwas weiter zurücknehmen. Sehr gut. Und langsam Beine wieder beugen, einschnaufen, aufstehen. Die Hände gerade aufnehmen, über den Kopf. Ausschnaufen, eintauchen, die Arme über die Seite abnehmen. Gerade nochmal in die Vorderbeuge kommen. Jetzt nehmen wir die Hände auf die Matte, kommen den herabschauenden Hund. Hände Schultern weit auseinander, Zeigefinger nach vorne, Füße Hüfte weit auseinander. Da bleiben wir für 3 Atemzüge wie einen umgekehrten Buchstaben V. Die Schultern Richtung Füße abdrücken, gestreckte Arme, die Arme gerade in Verlängerung vom Rücken. Ist okay, wenn beide gebogen sind. Wir wollen wirklich aber den Oberkörper gerade und die Arme gerade in Verlängerung vom Oberkörper. Du mal die Knie bewusst noch ein bisschen beugen und die Schultern weiter abdrücken. Die Schultern öffnen in dieser Haltung. Sehr gut. Nochmal einschnaufen und ausschnaufen. Dann kommen wir hier ins hohe Brett. Auf die Zehen und Hände. Eine gerade Linie, Schultern bis Fersen. Die Fersen noch ein bisschen zurückstossen, den Bauch anspannen. Schön flach. Da halten wir noch einen Moment, dann die Muskeln in unserem Körpermitte ein bisschen stärken. Sehr gut. Dann kommen wir auf die Aussenseite vom linken Fuß kommen, nehmen die rechte Hand, rechte Arm auf, sind also auf linker Hand und linkem Fuß. Und jetzt den rechten Arm über dem Kopf aufstrecken, lang machen. Du kannst das Becken noch etwas weiter Richtung Decke auf, du hast in einem leichten Bogen bist, feststrecken. Schultern, alles gestreckt. Ausschnaufen. Die Hand zurücknehmen, zurück ins höhere Brett kommen. Machen wir es natürlich gerade auf die andere Seite. Kommt nochmal auf die rechte Aussenkante vom rechten Fuß, rechte Hand. Linke Arm aufstrecken. Und dann den linken Arm nach vorne. Das Becken leicht aufdrücken. Strecken, verlängern, ausschnaufen, zurück ins Brett. Wenn das alles ein bisschen zu viel ist, kannst du jetzt, wir probieren es nochmal auf dem Knie. Du hast das linke Knie auf die Matte, den linken Fuß ein bisschen weiter hinten. Dann kommst du auf den rechten Fuß und nimmst so den rechten Arm auf und führen. So hast du die gleiche Dehnung, brauchst auch deine Mittelmuskeln zur Stabilisierung, aber es ist nicht ganz so streng, wenn das Knie nicht am Boden ist. Und wieder aufrichten. Du kannst von hier auch gerade in den Tisch kommen. Mach gerade die andere Seite auch noch so. Den rechten Fuß leicht hinten. Rechte Hand und rechts Knie. Linke Arm hoch. Über den Kopf strecken. Zehen strecken bis Fingerspitzen strecken. Verlängern. Ausschnaufen. Zurück in den Tisch. Super. Jetzt können wir auch gerade eine tiefe unten aufschaufeln machen. Wir gehen hier auf Knie und Hände uns langsam vorne runterbeugen, dann vorne aufschaufeln und kommen dann hier gerade in den heraufschauenden Hund. Und jetzt gehen wir uns zurückstoßen. Nicht in die Kinderhaltung, sondern in die Papi da, also in den jungen Hund. Wir lassen das Gesäß über den Knie, dann vielleicht die Hände noch ein bisschen weiter vorne strecken. Vielleicht kommst du sogar auf die Fingerspitzen. Und dann die Brust Richtung Boden absenken. Knie und Brust können auf die Matte kommen. Vielleicht kommst du auch nicht ganz runter. Du kannst halt auf den Handflächen sein. Wir wollen die Öffnung hier im oberen Rückenbereich. Das ist eine Rückbeuge von der Wirbelsäule, aber mehr im Schulterbereich, oberen Rücken. Also hier die Brust wirklich sinken lassen und gleichzeitig das Gesäß oben lassen. Die Arme vorne strecken, Blick nach vorne. Dann einen Moment halten.
Langsame Atemzüge, die Schultern hier öffnen. Und dann einschnaufen. Langsam wieder hochkommen. Jetzt gehen wir hier gerade den Unterarm auf die Matte. Steht mit den Füßen vielleicht wieder ein bisschen weiter hinten, dass wir auf dem Unterarmbrett sind. Das Gesäß also wieder aufnehmen, parallel zum Boden. Schultern, etwas weg von den Ohren. Ferse zurückstrecken. Eine gerade Linie wieder von Schultern bis Fersen. Und den Nacken ebenfalls eine gerade Verlängerung. Sehr gut. Jetzt gehen wir mit den Füßen langsam ein bisschen näher laufen. Zu den Ellbogen an. Das Gesäß kommt auf. So weit wie es geht. Den Unterarm parallel behalten. Wenn hier die Schultern öffnen, dann ist der Delfin. Das Gesäß hoch, Bauch rein. Ist eigentlich alles ähnlich wie beim Herabschauen und wir sind auf den Unterarm. Das nochmal einen Moment halten. Die Schulternöffnung für mich recht unbequem. Aber alle Schultern sind ein bisschen anders. Super. Jetzt können wir zurück auf die Knie. Respektive, ja, wir liegen gerade. Kommen wir gerade auf den Bauch. Wir lassen eigentlich den Arm so vor uns, wie sie jetzt gerade waren, auf den Unterarm. Vielleicht noch ein bisschen weiter führen strecken, dass der Bauchnabel schön auf dem Bauch ist, auf dem Boden ist. Und die Brust, wenn wir jetzt vorne aufziehen, die Sphinx-Haltung. Du kannst auch auf die Hände kommen, wenn du mehr Höhe willst. Aber der Bauchnabel bewusst unten lassen, auf der Matte. Die Füße zurückstrecken, Brust anheben, Blick nach vorne oben, sodass der Nacken eine gerade Verlängerung ist von deiner Wirbelsäule. Das ist eine Brustöffnung. Gleichzeitig eine Wirbelsäule. Kompression ist eine leichte Rückbeuge, vor allem im oberen Bereich. Nochmal einschnaufen und dann ausschnaufen. Langsam auf die Matte runterkommen. Du kannst kurz die Hände unter den Stirn auf Land legen. Dann kurz alles loslassen. Zweimal ein- und ausschnaufen. Immer tiefe Atemzüge durch die Nase ein und aus. Jetzt nehmen wir die Arme hinter den Rücken. Dann wieder alle 10 Finger verschränken. Die Arme zurückstrecken. Dann nochmal die Schultern öffnen. Und jetzt einschnaufen. Den Oberkörper anheben. Die unteren Rückenmuskeln da brauchen. Beine strecken, Zehen strecken. Die Arme nach hinten zurückstrecken. Noch ein bisschen höher kommen. Halten. Super. Ausschnaufen, lösen. Die Hände wechseln, die Verschränkung der Finger. Nochmal die Arme zurückstrecken und dann gerade einschnaufen. Oberkörper anheben. Das ist Cobra, aber einfach mit den Händen hinter dem Rücken. Dann die unteren Muskeln stärken vom Rücken. Nochmal einschnaufen, ein bisschen höher kommen. Die Hände zurückstrecken. Ausschnaufen, zurück auf die Matte. Die Hände lösen, die Arme an die Körperseite, das linke Ohr auf die Matte. Einmal in den unteren Rücken einschnaufen und ausschnaufen. Loslassen. Super, jetzt machen wir noch eine ganz andere Schulteröffnung. Wir nehmen den rechten Arm unter der Brust durch nach links und den linken Arm oberhalb vom rechten Arm nach rechts. Also die Arme sind gekreuzt. Die Kreuzung ist unter der Brust, ist eine tiefe Schulteröffnung. Den Oberkörper kannst du jetzt einfach so auf deine Arme absinken. Die Handflächen sinken runter, der Nacken entspannt. Und da jetzt ein paar Mal in die Öffnung reinatmen, die Dehnung zulassen. Zwei lange Atemzüge. Dann wechseln wir den Arm. Jetzt kommt der linke Arm unten und der rechte oben. Wieder gekreuzt. Auf die Arme liegen. Schön büscheln. Die Handflächen runter. Die Hände rausziehen. Und dann darauf entspannen. So gut
wie es geht, darauf entspannen. Nicht probieren zurückzuhalten, sondern die Dehnung zulassen. Und auch hier noch zwei lange Atemzüge. Immer tief durch die Nase einschnaufen und ausschnaufen, von der Kehle her die Luft bewegen. Super, dann langsam lösen. Dann schieben wir das Gesäß zurück auf die Ferse. Du kannst die Knie zusammenhalten oder auseinandernehmen für die Kinderhaltung. Den Bauch noch ein bisschen reinziehen, dann den Oberkörper sinken lassen. Du kannst die Unterarme auf der Matte haben, die Stirn, vielleicht auch die Nase auf die Matte legen. Und wie gesagt, kannst du auch die Knie öffnen, wenn es der Wöhler ist. Da wollen wir den Rücken für einen Moment loslassen und entspannen. Vielleicht kannst du auch die Hüfte ein bisschen links und rechts noch bewegen. Sehr gut. Langsam aufrichten, dann uns umkehren, auf den Rücken. Wir liegen hier auf dem Rücken, dann die Füße unterhalb des Gesäßes auf die Matte stellen, dann das Gesäß anheben, möglichst weit auf und jetzt die Hände gerade nochmal verschränken unter dem Gesäß. Probieren hinten auf die Schulter zu kommen, sei nur noch der Arm und die Schulter auf der Matte sind. Und jetzt das ganze Gesäß und Becken, Hüfte Richtung Decke aufstoßen. Fest die Füße in die Matte stoßen. Dann nochmal halten. Fest auf, noch ein bisschen weiter. Wir brauchen da Beine, Mitte. Dann gleichzeitig die Brust, Herz und die Schultern öffnen. Und dann ausschnaufen, langsam sinken lassen. Den Arm unten vorne nehmen. Wirbelsäule flach machen. Und jetzt wollen wir das linke Bein strecken, das rechte Knie anziehen, 10 Finger unter dem rechten Knie verschränken, für die Bauchpresse, das rechte Knie Richtung rechte Schulter anziehen, aber außen am Brustkorb vorbei und dann halten. Schau, dass beide Schultern und die ganze Hüfte ausgeglichen auf der Matte sind. Sonst vielleicht das linke Bein leicht nach links schieben, den Bauch hineinziehen. Und nochmal ausschnaufen, das Bein anpressen. Braucht Arm und deine Hände, um das Knie so fest wie es geht anziehen. Nicht die Schultern brauchen, die wollen wir möglichst entspannen. Aber fest die Kraft von deinen Arm brauchen. Wir haben den Druck spüren, hier in der rechten Bauchhälfte. Das ist der aufsteigende Arm, den wir hier ein bisschen bearbeiten und drücken. Ist gut für die Verdauung. Ausschnaufen, lösen. Dann das Bein wechseln, das rechte Bein auf die Matte entspannen, einschnaufen, das linke Knie anziehen. 10 Finger unter dem linken Knie verschränken und das Knie außen am Brustkorb vorbei Richtung linke Schulter anziehen. Beide Hüften, beide Schultern ausgeglichen auf der Matte. Das Knie leicht anziehen, dass du einen flachen, geraden Nacken hast. Bauch hineinziehen, nochmal einschnaufen. Das Knie fester anpressen. Schön anziehen. Der Druck auf der linken Seite ist der absteigende Darm auf dieser Seite. Dann noch für einen Moment halten, die Schulter noch ein bisschen entspannen. Sehr gut. Und ausschnaufen, lösen. Dann ziehen wir noch beide Knie anziehen. Knie an den Bauch reinziehen, Arm unterhalb der Knie umschlingen, vielleicht entgegengesetzt die Ellbogen fassen, wenn es am Max gelangen ist, sonst die Unterarm. Das Knie leicht anziehen, der Kopf ist aber auf der Matte, aber so, dass du durch das Dreieck kannst schauen zwischen deinen Unterarm und deinen Knie. Den Bauch nochmal reinziehen. Jetzt einschnaufen, die Knie fest anziehen. Bruchkraft von deinen Armen. Fest anziehen. Dann behalten. Beim Ausschnaufen jetzt noch Steißbein in die Matte abrunden. Möglichst eine flache Wirbelsäule. Von Steißbein bis und mit Nacken. Dann auch noch den Querdarm bearbeiten. Fest anpressen, den Druck spüren. Und die Spannung halten da, den Druck. Sehr gut. Und dann langsam lösen. Einschnaufen, die Füße Richtung Decke stellen, der mag Körperseite. Ausschnaufen, Bein mit Kontrollen absenken. Bauchmuskeln brauchen da. Dann Zehen nach außen ausfallen lassen. Handflächen auf die Decke.
auf der Handfläche Richtung Decke drüllen. Einmal einschnaufen und ausschnaufen. Jetzt machen wir noch eine Wirbelsäulendrehung im Liegen zum Abschluss. Wir ziehen die Beine anziehen und dann beide Knie nach rechts abfallen lassen und die Arme wie ein T ausbreiten links und rechts und dann den Kopf nach links abdrüllen, über die linke Schulter runter schauen. Das ganze Becken kann sich aufstellen, kannst mit der rechten Hand, kannst die rechte Hand aufs linke Knie legen, um dort noch etwas mehr Tiefe zu bekommen, die linke Schulter auf der Matte behalten, da reinschnaufen, jedem Ausschnaufen ein bisschen mehr reinsinken und loslassen. Und dann einschnaufen, Beine wieder aufstellen. Beim Ausschnaufen die Knie auf die andere Seite sinken lassen. Blick nach rechts, über die rechte Schulter unten lassen. Linke Hand vielleicht aufs linke Knie. Das Becken aufgestellt nach links, Brustbereich flach auf der Matte. Nochmal einschnaufen, ausschnaufen, sinken lassen. Super. Langsam zurück in die Mitte kommen. Bereit machen für unsere Schlussentspannung, Savasana. Jetzt Beine strecken, vielleicht die Füße leicht auseinander, Zehen ausfallen lassen, die Hände vielleicht auch ein bisschen weiter weg vom Körper, Handflächen gegen die Decke. Vielleicht alles zuerst noch mal kurz anspannen oder bewegen, dass du so richtig schön kannst loslassen nachher. Und dann den Körper in die Matte sinken lassen. Und ganz bewusst loslassen und alles entspannen. Zehen, entspannen, Füße und Fußgelenk jetzt loslassen, Wädli entspannen, Knie, Oberschenkel. Finger und Hände. Die Arme lassen schwer werden. Die Hüfte loslassen. Vielleicht das Becken leicht nach außen ausfallen. Nicht zurückhalten. Den Bauch entspannen. Den Atem. Brust, ganz Schulterbereich loslassen, die Schultern schwer in die Matte sinken, den Nacken loslassen, den Kopf und das ganze Gesicht entspannen, gerade den Kiefer und Stirne. Und wir oft ein bisschen verkrampft, bewusst loslassen. Den Atem beobachten, aber ganz natürlich ein- und ausschnaufen. Nase schnaufen. Im Einschnaufen hebt sich der Bauch. Im Ausschnaufen senkt sich der Bauch. Da darfst du gerne noch so lange wie du möchtest liegen bleiben. Es tut immer gut, nach der Bewegung dann die Schlussentspannung so richtig gut zu geniessen und dem Körper Gelegenheit zu geben. Alle Körperteile mit frischem Sauerstoff zu versorgen. Ich möchte mich herzlich bedanken, dass du heute wieder mitgemacht hast. Es war
immer schön, Feedback zu hören. Es freut mich, dass ihr so zahlreich mitmacht. Hoffentlich wird es bald ein bisschen wärmer draußen, dann können wir wirklich auch wieder mal für draußen zusammen Yoga machen. Und hoffentlich nächsten Monat dann wieder im Studio. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Namaste.